Koraligali ist unser nächstes Level 4-6 und damit hätten wir es fast geschafft, durch diese Welt durchzukommen. War eine ziemlich schwere Welt, oder? Es war wirklich schwer. Es hat auch so einige Probleme gegeben, aber bisher bin ich noch frohen Mutes, dass das noch alles klappt. So, jetzt gucken wir erstmal nach den Puzzleteilen. Also, es sind 5 Stück. 5 Stück. Okay. Demnach sollten wir ja da nicht so Probleme haben. Aber man sieht schon wieder... Oh, dafür gab es ein Puzzleteil. Okay. Man sieht schon wieder, es ist schon wieder ein Unterwasserlevel. Ist ja keine große Überraschung. Wenn es hier eine Wasserwelt ist, dann sollte das auch immer eigentlich ein Wasserlevel sein. Aber da oben gibt es auch nichts. Okay. So, wir versuchen jetzt hier im First Try durchzukommen. Da werden wir natürlich noch das K-Level auch noch zu machen. WTF, was ist da oben? Ja, ist ja gut. Ich wollte da nach links, aber da geht's nicht nach links. Okay. Dann drehen wir einfach mal und können auch somit dann weiterkommen. Luft wäre uns schon fast wieder zur Hälfte ausgegangen. Aber ich denke, die Puzzleteile werden hier auch nicht so ganz einfach sein. Zumal, ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich an diesem Rädchen da drehe. Aber ich gehe jetzt erstmal wieder meine Luft auffüllen. Wäre, glaube ich, ganz gut. Im früheren Donkey Kong-Teil konnte Donkey Kong übrigens unendlich atmen. Wieso nicht in diesem Teil? Nein. Damit man es dem Spieler wirklich schwer macht. So, und jetzt? Was passiert jetzt? Was passiert jetzt? Okay. Okay. Oh Gott. Sag mir bloß nicht, ich soll hier alles einsammeln. Bitte nicht. Doch, tatsächlich. Dafür gibt es ein Puzzleteil. Ihr seid doch krank. Ach, das ist... Nee. Nee. Hm. Komm. Vergessen wir gleich diese Stelle wieder. Und gehen zu einer anderen Stelle. Nee, soll ich hier auch alles einsammeln? Ich hoffe nicht. Oder spawnen die hier unendlich? Kann natürlich auch sein. Ja gut, aber wer kriegt das alles so schnell hin? Der möchte mal mit mir sprechen. Damit wir das zusammen mal lösen können. Aber ich glaube, die spawnen hier wirklich unendlich, oder? Weil es kann ja nicht schon wieder dafür ein Puzzleteil geben. Und ich sollte jetzt unbedingt aufpassen. Nicht, dass ich meinen Partner wieder verliere. Nee, ich glaube, die spawnen unendlich. Komm, lass mir die Stelle mal sein. Lass mir die Stelle einfach sein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Boah, das wäre jetzt fast schief gegangen. Fast, fast. Aber wir sind noch am Leben. Und haben auch noch unsere Partnerin. So, ich wäre jetzt mal echt verbunden. Für so eine Art Herz oder irgendwie sowas in der... Ja. Gott sei Dank. Gut, sehr schön. Da links irgendwas, rechts irgendwas, nichts. Aber da oben. Aber da oben. So, aber wie komme ich da hin? Komme ich da mit Dixie hin? Ja, normal schon. Und das dritte. Geil. Okay, perfekt. So, dann Checkpoint. Und weiter geht's. Soll ich dich mitnehmen, Buddy? Na, ich hoffe nicht. Denn ich hätte dich jetzt sowieso nicht mitnehmen können, aber da oben ist sowieso ein Fass. Also von dem her war das jetzt eigentlich ziemlich egal, ob ich den mitnehme oder nicht. Ich hätte auch das Fass nehmen können. Wenn ich es denn gebraucht hätte. Aber es sieht nicht so aus, wie als würde ich hier irgendwas brauchen. Ich muss jetzt nämlich einfach nur da runter. Okay. Wahrscheinlich durch diese... Ja. Oh Gott. Ja gut. Was gibt's da drin? Aber hier gibt es doch irgendwas, oder? Ein Herz. Könnte ich das brauchen? Ja, ich brauche es ja gar nicht. Aber okay, jetzt muss ich mich aus dem Staub machen. Ziemlich schnell sogar. Da komme ich jetzt noch an, an die Banane ran? Ich weiß es eben nicht. Ja, komm. Ja, aber dafür gab es nichts. Okay. Kann ich da vielleicht rein? Nee, sieht nicht so aus. Aber hier rein kann ich. Ja, da kann ich rein. Hier gibt es ein paar Bananen zu sammeln. Ich glaube, das sagt uns, hier gibt es ein Puzzleteil, oder? Yes, Sir! So ist es und so war es auch immer und so wird es auch immer bleiben. Hahaha! Oh Gott, stopp! Meine Güte! Langsam. Langsam, DK. Langsam, DK. Da gibt es ein Herz. Und da gibt es noch ein O und das will ich haben. Beziehungsweise, das muss ich haben. Komm schon! Ja, wenn man ganz normal schwimmt, dann schafft man es auch ohne Probleme hier rein. Und ohne, dass man verletzt wird. Also gar nicht so schlecht gemacht. Dass man mal einfach so mitschwimmen kann, ohne irgendwelche Knöpfe drücken zu müssen. Finde ich schon geil. Finde ich geil. Ja, als ob. Kann ich... Nein! Oh Gott, ich brauche unbedingt Luft. So. Kann ich da rein? Nein, kann ich nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Oh Gott. Das war jetzt knapp. Das war jetzt knapp. So, jetzt fehlt noch ein Puzzleteil. Ein Puzzleteil fehlt noch. Okay. Ich sammle mal hier alles ein. In der Hoffnung, dass hier nicht so unendlich gespawnt wird. Aber bisher macht es so den Anschein. Ja, es macht so den Anschein. Okay. Ich glaube wirklich, hier können wir nichts mehr reißen. Oh Gott, das war knapp. So, dann drehen wir mal. Okay. Es öffnet sich die nächste Passage. Hä, ich blick das irgendwie gar nicht. Ja gut, ich weiß, dass ich jetzt den drehen muss. Oh mein Gott, das war wirklich... Oh. Ja, wenn man eben keinen Partner mehr zur Verfügung hat und nur noch sich selber mit einem Herz, dann läuft es eben nicht immer so optimal. Aber wir haben es geschafft. Ja, sollen wir raus? Ja, komm, wir gehen raus. Wir gehen raus. Ja, da ist ein Checkpoint. Da oben ist sogar, mal eine Truhe im Checkpoint. Was? Gut. Aber dafür gab es nur Banane. Okay. So, Dixie. Mit Cranky hat man natürlich hier einen größeren Vorteil, denn Cranky könnte diese Teile wegflexen. Gab's da was? Ha! Bonus! Gerade noch so gesehen. Ich habe jetzt gedacht, das ist einfach nur so zum Zeitvertreib, aber nö. Nö, nö. Läuft. Oh, ich hasse diesen Bonus. Ich hasse diesen Bonus. Okay, okay. Nur nichts falsch machen. Jetzt. Sehr schön. Und ich glaube, das waren alle Puzzleteile, oder? Ich glaube, wir haben alle. Ja, 5 von 5. 5 von 5. Sehr schön. Ha, freut mich dieses Ergebnis. Oh, das finde ich so geil. Das finde ich so geil. Und da ist das N. Ach, komm. Wie als hätte ich schon gerochen, dass man mich jetzt trifft. Komm, mach auf, mach auf, mach auf. So, vielen Dank. Okay, jetzt fehlt nur noch das G. Und dann könnten wir dieses Level auch verlassen. Aber wo ist das G? Gibt es da Luft drin? Ein Herz. Besser als Luft. Besser als Luft. Deutlich. Okay, jetzt bloß keine Panik schieben. Bloß keine Panik schieben. Einfach immer aufpassen, was man macht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das hier? Nein! Okay. Okay. Nein! Oh, komm schon! Runter, runter, runter! Was war denn? Oh Gott. Ich muss es jetzt einfach... Nein! Oh, ich wollte es doch bloß riskieren. Ich wollte es einfach riskieren und habe dann völlig versagt. Komm schon. Ja gut, jetzt haben wir Cranky Kong. Okay, komm. Ich wollte jetzt eigentlich gar nicht Cranky Kong nehmen, weil es halt hier ein bisschen unfair ist, aber naja. Gut, dann ist es eben so und dann bleibt es so und wie auch immer. So. So, jetzt aber schnell, jetzt aber schnell. Komm, komm. Einfach durchsliden und natürlich das G nicht vergessen. So, perfekt. Perfekt. So, kurz warten, stopp. Nein, 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 runter, 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 runter. Jetzt, okay. Sollte normalerweise jetzt nicht schief gehen. Ja, wenn man gleich eingelenkt hätte, dann wäre man auch perfekt ins Ziel gekommen. Aber gut. Dann eben nicht. Dann machen wir es halt so. Machen wir es so und haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Yes, sir. Es läuft immer besser und besser und besser. Von Part zu Part. Naja, so kann man es auch nicht sagen. Also immer, manchmal wird es ein bisschen besser, manchmal wird es ein bisschen schlechter. Aber so ungefähr die Hälfte an sich läuft gut. Gut, das nächste K-Level kommt jetzt dran. Oh, oh, oh no. Was gibt's denn da in diesem K-Level? Wir haben sogar noch Cranky, also... Walzenwahnsinn. Ob das jetzt so gut wird mit Cranky Kong, ich weiß nicht. Auf jeden Fall noch 2 Münzen, dann hätten wir 1000 Bananenmünzen. Und ich glaube echt, die sollten wir mal langsam ausgeben für irgendwas. Ist doch Wurst für was eigentlich, dass wir wenigstens mal was auf Vorrat haben. Okay. Walzenwahnsinn. Na dann. Attacke. Okay. So, was müssen wir denn hier machen? Okay, okay, gut. Also bisher ist das System halbwegs verstanden. Halbwegs. Ich glaube, hier sollte ich alle Bananen einsammeln, oder? Für was? Für nichts?
Okay. Hätte ich mir jetzt eigentlich ein bisschen besser vorgestellt, aber naja. Dann eben nicht. So. Okay. Aber hier kann man nirgendwo hoch. Da 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 da. Ba da ba da ba da ba. Da 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 da. Was ist denn das für einer? Bam. Komm nochmal und bam. Und nochmal und bam. Tschüss. Ja, okay, das erste Puzzleteil hätten wir endlich mal. Gut. Aha. Voll dagegen geschossen. Aber voll. Aber volle Kanne. Ich vergesse hier die ganze Zeit, dass es hier keine Checkpoints gibt. Und mit solchen Harakiri-Aktionen wird es natürlich nichts. Und wenn ich jetzt nicht ein bisschen schneller gewesen wäre, ja, dann hätte ich sowas von versaut. Und jetzt haben wir keinen Kong mehr. Toll. Gab's hier keinen Kong? Nein, gab's nicht. Gab's nicht. Gab's nicht! Naja. Naja, wird schon gut gehen. Wird schon gut gehen. Wir haben schon mal ein K-Level ohne den Kong geschafft. Warum auch nicht dieses? Ja, so natürlich auf... So und so schon mal gar nicht. Und so schon mal gar nicht. Boah. Ich sag ja, einmal gefällt in einem K-Level, geht's gleich wieder von vorne los und man ist wirklich so sowas von schlecht beieinander. Das ist brutal. Das ist doch einfach nur krank. Aber warum passiert das immer so? Ist es dann so einem die Muse, die sagt, komm, jetzt verlier? Du sollst verlieren, oder? Irgendwie sowas in der Art? Könnte auch sein. So, weg mit dir. Gut. Okay. Dann da drauf. Da drauf. Oh mein Gott! Aber dass man da nirgendwo drauf stehen bleiben kann. Nirgends. Wirklich, man ist immer, man muss immer irgendwo dann safe stehen können. Mal an den Wänden oder so. Das bringt einem gar nichts. Und dann springe ich doch einfach mal so runter. Nur, dass wir schauen können, was denn da unten ist. Und da unten ist nichts. Also ich bin da jetzt nicht aus Versehen runtergesprungen. Nein, ich wollte da auf jeden Fall runter. Ich wollte da mit Absicht runterspringen. Denn das ist ja auch schließlich hier mein Ziel. Dass ich so viele Fails wie möglich einkassiere. Und ich bin jeden Tag froh, dass ich kein Bad Let's Play daraus gemacht habe. Denn dieses Spiel ist einfach nur krank. Einfach nur krank. Hm? Ja, ich kann es nicht mal anders sagen, außer krank. So. Hoch. Rolle. Gut. Okay. Dann wieder runter. Also man kann es wirklich Walzenwahnsinn nennen. Weil überall hier diese Walzen sind. So, einmal und zweimal und dreimal. Keine Gnade. Keine Gnade für dich, Dickbäuchiger. So, jetzt. Gut. Oh, komm. Ach, wieso? Serious? Wieso ist der jetzt nicht da stehen geblieben? Beziehungsweise, wieso bin ich nicht auf ihm gelandet? Okay, aber das Puzzleteil haben wir. Das Puzzleteil haben wir, okay. Man kann wirklich nur 999 Bananen haben. Bananenmünzen. Also 1000 geht gar nicht. Ich habe jetzt gedacht, wir könnten über 1000 kriegen. Aber nein, das funktioniert nicht. Bei 999 ist Schluss mit dem ganzen Affentheater. So, deswegen wird auch keine Mehrzahl mehr angezeigt, wenn ich eine Bananenmünze einsammle. Somit sind Bananenmünzen für uns bis jetzt mal uninteressant. Solange wir endlich mal... Wenn wir mal was ausgeben würden, wäre es wahrscheinlich wieder interessant. Aber bisher haben wir das ja noch gar nicht getan. Aber das werden wir jetzt dann gleich... Wir werden das auf jeden Fall dann nachholen. So, und jetzt. Oh, das war schon verdammt knapp. Ja klar, als ob, komm, ich bin doch durchgekommen, hey. Übertreibt es nicht. Übertreibt es bitte nicht. Ja, was soll denn der Mist? Also bitte. Oh, und diese... Als ob, genau. Mhm. Passt schon. Oh, die K-Level, die machen mich fertig. Die K-Level machen mich einfach nur fertig. Wisst ihr das? Mhm. Und ich habe keinen Donkey Kong Partner. Und deswegen ist das Ganze noch viel schlimmer. Wenn ich wenigstens noch einen Kong hätte, wäre das ja alles nicht so schlimm, wie es jetzt ist. Aber es ist einfach nur furchtbar. Es ist einfach nur furchtbar. So, runter. Und rauf. Rauf, 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 rauf. Aber ich mag diesen Gegner nicht, echt. Ich kann nicht an ihm vorbei. Das heißt, ich muss ihn jedes Mal töten. Ich muss. Okay, jetzt. Mhm. Okay. Und jetzt drauf. Gut, sehr schön. Da 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 da.
Ja, wieso verletzt du mich immer? Radada. Und jetzt bin ich auch noch tot. Wieso bin ich jetzt schon wieder tot? Ihr blöden Bienen. Das darf doch nicht wahr sein. Ich komme immer bis zu der einen Stelle und dann war's das. Dann bin ich irgendwie traumatisiert und komme nicht mehr weiter. Ist doch abartig. Wer denkt sich so eine Scheiße aus? Wer? 1, 2, 3. Okay. Okay. Bam. So, Concentration. Ja, wenn ich mich immer so konzentrieren würde wie am Anfang dieses Levels, dann wäre das ja alles halb so wild. Aber an der einen Stelle sackt irgendwie meine Konzentration permanent. Und das ist halt überhaupt nicht cool. So. Und jetzt. Und jetzt. So. Ja, wie mache ich denn das am dümmsten? Ja, ich sollte die einfach versuchen zu töten. Ja, ich hoffe, dafür gab es jetzt kein Puzzleteil. Okay. Okay. Als ob jetzt noch Lava kommt. Als ob. Mhm. Ist klar. Ja, ja. Ist schon okay. Gab's da hinten irgendwas? Habe ich jetzt gar nichts gesehen. Na gut. So, dann da drauf. Okay. Oh mein Gott. Was für... Oh, ich spring da... Okay. Ja, genau. Ist klar. Und ich dachte am Anfang, das ist noch gar nicht so schwer. Mhm. Wie sehr man sich doch irren kann, wenn man dieses Level ein bisschen mehr als eine Minute spielen würde. Aber nein, bisher kam nicht mehr als eine Minute zustande. Und wieso lasse ich mich hier treffen? Wieso? Aber dass man hier nirgendwo auch ein Herz bekommt. Gar nichts. Man kriegt wirklich nichts. Außer Bananen und Münzen. Wow. Ja gut, und Puzzleteile, ist klar. Aber kein einziges Herz. Ist doch traurig, oder? Ja, genau. Wieso funktioniert der Knopf nicht, wenn ich drück? Ich habe hier schon über 10 Leben verbraucht. Ja, genau. Ach, ich bring mich gleich um. Ich bring mich doch gleich um, komm. Mit 2 Leben, was will ich denn da ausrichten? Kann ich ja gar nichts machen. Kommt wahrscheinlich bestimmt gleich der Superassistent. Und sagt, hey, komm Kollege, du bist einfach zu schlecht für dieses Game. Wir wollen dir dabei helfen. Wieso hat Donkey Kong nicht eigentlich selber einen Kong Pao? Das wäre doch geil gewesen, oder? So Bananensaft. Ja. Wäre schon episch gewesen, aber nein. Retro Studios wollte das. Ich hab den angerollt. Sollte es ein Witz sein? Sollte es ein Scherz sein? Ja, ich glaube auch. Ja, das werde ich nicht schaffen. Das werde ich nie schaffen. Nie. Weiß gar nicht, warum ich den Versuch noch spiele. Ach, jetzt habe ich es geschafft. Aha. Okay. So. Na, ja, genau. Und tot und Titi. Das darf einfach nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Und wieso immer hier? Und dann gehe ich gleich sterben. Oh ja. Wer hätte gedacht, dass ich mir in diesem K-Level so schwer tue? Wer hätte das gedacht? Also ich zu Anfang auf keinen Fall. Und diese ganzen Pinguine, die gehen mir hier wirklich sowas von dermaßen auf den Zünder. Das ist doch schon fast uferlos, oder? Fast. So, verschwinde. So, aber jetzt will ich schaffen. Komm, ich will es schaffen. Ich will es doch einfach bloß schaffen. Ich will hier raus. So. Ja, dass die auch alle einen Helm aufhaben mit ihren Doppelhörnern. Ist ja kein Wunder, dass ich mich da immer verletze. So, du als nächstes, komm. Big Bow Johnny, zack. Und bam. Gut. Okay, dann das Ganze nochmal von vorne. Mhm. Okay, gut. Ja. Okay, konnte ich mich nochmal retten. Danke dafür erstmal. Und dann rein mit uns. So. Ja, jetzt habe ich keine einzige Banane gekriegt. Was bin ich für ein Lauch? So, darüber komme ich ja noch so. Aber hier sollte ich ein bisschen besser aufpassen. Da hinten ist doch was. Ja, da hinten war ein Puzzleteil.
Serious? Okay, dann hätte ich das auf jeden Fall verpasst. Jetzt muss ich mich treffen lassen. Sonst hätte ich das Puzzleteil jetzt hier nicht bekommen. Okay. Als ob. Und jetzt? Oh Mann, Nein, falsche Richtung. Und da wäre der Ausgang. Ah, dein Ernst? Ja gut, okay. Im Endeffekt war es ja eigentlich gar nicht so schwer. Nur ich habe es mir einfach schwer gemacht. Ja, ist leider so. Aber auf jeden Fall wäre das Skala-Level endlich fertig. Ja gut, und für das eine Puzzleteil hat es jetzt leider nicht mehr gereicht. Denn ich war ein bisschen in Panik, weil sonst wäre ich gestorben und hätte wieder alles von vorne machen dürfen. Aber ich hol's einfach nach. Ihr wisst ja, wo das Puzzleteil war. Ich hol's dann einfach jetzt dann gleich nach und dann passt es auch wieder alles, oder? Dann würde ich sagen, haben wir erstmal ein mysteriöses Artefakt gefunden, das ist schon mal richtig. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder beim Bosskampf von Welt 4. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dann!